Herzlich willkommen zurück bei Planet Coaster in unserem wunderschönen Spaßpark von SZG. Ich zoome rein, ich gucke mal, dass hier ganz viele Leute sind. Meine Güte, hier ist ja etwas los. Wahnsinn. Ja, man sieht, es hat sich etwas geändert. Und zwar, also seit der letzten Aufnahme. Und zwar habe ich hier einfach mal so einen fertigen Bauplan hingesetzt. Weil die Bahn, die hier stand, die war grottig. Die war schlecht. Und ich habe das kleine Ding hier gebaut, also eine vorgefertigte Geschichte, die aber auch super ankommt. Und, achso, den hatte ich den schon gesetzt? Weiß ich nicht, ich glaube ja. Und hier, der vorgefertigte Kamerad, der macht sich auch wunderbar. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich machen soll. 4600 zahlende Gäste im Park. Der Park ist quasi knüppelvoll. Ich glaube, ich muss schon fast die Auflösung runterstellen, damit das alles noch verarbeitet werden kann. Man sieht schon, wie es beim Zoomen etc. Es ruckelt schon beim Zoomen. Aber na gut. Souvenire immer noch ein Magnet. So merkwürdig es auch klingt. Auf der Seite eigentlich auch. Nee, da wollte ich gar nicht hin. So. Zurück. So, da wollte ich hin. Na, hier geht's noch. Na gut. Ja, was bauen wir jetzt in unserem wunderschönen Sci-Fi-Park? Ich würde sagen, wir machen erstmal den Weg länger. Deswegen machen wir hier einen. Wie breit hatte ich den denn überhaupt gemacht? 5, ne? 5, 6, 7, 7. Ein bisschen? Ja, 7. Ich wollte eigentlich mit der Geschichte hier noch was ausprobieren, weil irgendwie gefällt mir das noch nicht mit dieser, wenn ich einen Platz habe quasi. Wenn ich einen Platz habe, dann ich muss auch irgendwie die Möglichkeit haben, auch direkt auf diesen Platz was raufzubauen. Das probiere ich jetzt mal einfach. Das finde ich ein bisschen Käse hier, dass man das nur so machen kann. So, wenn ich jetzt nicht Raster rausrechne, wegmache und mache hier eine richtig breite Anbindung, dann kann man das nicht, weil warum auch immer. Keiner weiß es. Nee, löse dich. Geht ja wieder nur so. Egal. So, ich will jetzt wissen, ob ich direkt hier drauf einfach ein Gebäude bauen kann. Das geht nicht. Man kann immer nur am Rand davon bauen. Das finde ich doof. So. Gut, ja, dann machen wir, was machen wir denn dann? Jetzt war ein Hubbel drin, das ist mir aber egal. Hubbelig kann es ja durchaus mal werden. Sci-Fi. Ja, was passiert, passt noch zu Sci-Fi? Ich wollte erstmal gucken, was hier, was die Gäste so, die meckern Toiletten noch an. Also ein Toilettenhäuschen muss auf jeden Fall noch hin hier. Das ist ein technisches Problem. Irgendwelche Läden, ja, hier, den wieder aufmachen. Hier und den auch wieder aufmachen. Das waren auch Geschäfte, die Umsatz gemacht haben. Man machen die einfach so zu. Kann man nicht angehen. Gut. Ein Schienenfahrgeschäft wäre, glaube ich, nicht schlecht. Oder eine Achterbahn. Eigentlich noch eine Achterbahn, ne? Eigentlich ja noch eine Achterbahn. Wir haben ja mittlerweile recht viele Möglichkeiten, eine Achterbahn zu bauen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich bauen soll. Das ist schon alles, das ist wo, ist ja alles, ist ja alles da, quasi. Hier haben wir noch den Screaminator und den Sunflare. Was passt? Screaminator passt ja eigentlich mehr in Sci-Fi, ne? Dieses riesige Fallding.
wissen wir das ja, Fallding, ja. Und zwar, den setzen wir hier hin. So. Eingang hier hin. Ausgang nach dahin. Eingangsweg. Eingangsweg mache ich. Ich mache jetzt einfach mal testweise. Ich mache jetzt mal einen breiten Eingang. Ich weiß ja noch nicht mehr, wie das Ding ankommt, aber ich bin jetzt mal guter Dinge, dass es gut ankommt. So. Den Entschuldigung. Und so. Aufgemacht und nachgeguckt, wie es ankommt. So, parallel dazu. Was passt hier noch hin? Haben wir den schon? Nee, das war dieses Ding hier. Das Ding. Was eigentlich auch mehr zu Sci-Fi passt, aber. Das war Hammerswing, den haben wir schon. Forge? Haben wir Forge schon? Nee, den haben wir auch noch nicht, oder? Ne, sagt mir auf jeden Fall gerade nichts. Also kommt hier noch Forge mit hingebaut. Passt ja perfekt eigentlich in die Sci-Fi-Geschichte, ne? Warum mache ich eigentlich immer so kurze Wege hier? So, perfekt. Ich muss erstmal gucken, was wir alles so haben. Den haben wir noch nicht. Den haben wir. Das haben wir. Das haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht. Nur Starwheel. Das ist einfach nur das große Riesenrad, ne? Das haben wir auch noch nicht. Ach nee, das ist das, was ich so. Das ist kein normales Riesenrad, das ist, wo die Gondeln so wupp, wupp, wupp irgendwie hin und her gehen. Sky Age haben wir auch noch nicht, ne? Ach, das ist ja Wahnsinn, was wir hier nicht alles haben, noch nicht alles haben. Ich habe mir aber, um das gleich zu verschönern, drumherum zu verschönern, ich habe mir hier so eine. Mal gucken, ob ich das wiederfinde. Es gibt extra Baupläne für Landschaften drumrum, quasi. Diese Dinger hier. Das sieht doch töftig aus, ne? Richtig, so gleich Landschaft drumrum. Aber das kann man auch selber machen. Irgendwas Sci-Fi-mäßiges wollte ich jetzt so mir hier drumrum bauen. Achterbahnstation. So, okay. Ein paar laufen hin. Zum Screaminator laufen auch ein paar hin. Das ist doch was. Das ist doch schon mal was.
Das, okay, wo waren wir? Also, das haben wir noch nicht. Die drei haben wir noch nicht. Also, den hatten wir schon, aber war scheiße. Sky Age haben wir noch nicht. Den haben wir. Overpower haben wir auch noch nicht, ne? Haben wir Overpower? Ja, Overpower haben wir noch nicht. Nee, haben wir tatsächlich noch nicht. Overpower setze ich mal. Setze ich mal noch zu mit zu normal oder zum zu der Geschichte, glaube ich, hier. Was hier auch los ist. Ich muss diesen Weg. Boing. Die Schiffsschaukel ist irgendwie total unbeliebt. Wo setze ich das hin? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Oder kümmere ich mich jetzt erstmal wieder um Service-Sachen? Gebäude und so. Ich glaube ja. Läden und Service mache ich jetzt erstmal wieder. So, eigentlich ist hier in diesem Shopping-Center ja jede Menge drin, aber hier sehe ich gerade, hier fehlen auf jeden Fall Bänke und Mülleimer auf der Seite. So, Bänke erstmal. Bänke. Sci-Fi-Bank. So, Mülleimer, Sci-Fi-Mülltonne, was immer daran Sci-Fi ist. Auf der Seite hatte ich ne, ja. Den zeige ich auch gleich. Vorher will ich aber einmal den Personalplan ändern, damit die Fahrgeschäfte da jetzt zugehören. Und zwar hier Sci-Fi, Personalplan. Und zwar das Ganze gehört jetzt dazu. Wie geht's dem Personal? Reinigungskräften geht's gut. Verkäufern geht's auch relativ gut. Und den Technikern geht's auch gut. Wunderbar. So kann das laufen. Und dann würde ich sagen, fahre ich jetzt einfach mal mit dem hier mit. Es ist ja recht beliebt, so wie es aussieht. Ja, so, na gut, es füllt sich so langsam. Und zwar will ich hier jetzt mitfahren. So. Ja, da hat sich also eine richtig Mühe gegeben, hier eine, wie ich finde, richtig geile Bahn aufzubauen. Ist ja echt cool. Das ist so eine vorgefertigte hier. Die brauche ich nicht großartig zeigen, da ist halt viel, man sieht schon viel Gewirbel und viel Gedöns mit drin. Die hat aber gute Werte. Also, nee, ich will keine Person auswählen, ich will den Ding auswählen hier. Nervenkitzel vielleicht noch ein bisschen hoch. Übelkeit ist auf jeden Fall da. Aber ich habe hier eine Krankenstation hingebaut. Aber dafür ist der Spaß halt auf Grün. Der ist voll Dampf. Und das ist gut. Was geht ja alles hier? Von den Werten her. Oh Mensch.